Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Doom 3 BFG Edition of Nightmare. Wir verlassen gerade das Alpha Labor 4, wo wir gegen einen hässlichen Spinnenendgegner gekämpft haben das letzte Mal. Und wir betreten die Enpro-Anlage. Das ist so eine Art Kraftwerk, die die Labore hier mit Strom versorgt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, Energieverarbeitung und Speicherung. Ruhe, habt ihr das gehört? Anführer hier, wie ist der Status? Korridor ist frei. Hier ist nichts, Sir. Was zur Hölle? Hurensohn! Anführer Schenkel X. Nice. Unsere Marine-Freunde haben also ganze Arbeit geleistet. Und das Kraftwerk offline genommen. Jenseits des sicheren Bereichs. Marine Team Bravo ist außer Gefecht. Status unbekannt. Es hatte eine militärische Übertragungskarte dabei. Du musst sie zurückholen. Sie enthält kodierte Daten für den Notruf an die Flotte. Du bist unsere letzte Hoffnung auf Verstärkung. Finde diese Karte. Schnell. Nice. Ich bin gern die letzte Hoffnung. Das macht mir überhaupt nichts aus. Das ist auch überhaupt nicht gruselig. Und da ist die Treppe, die abbricht. Endlich habe ich sie gefunden. Seit 4 Parts warte ich drauf und da kommt sie. Wow, 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 mein Freund. Chill mal eine Runde hier. Oh. Hallo? Mein Kumpel hat das für mich übernommen hier. Nicht schlecht. Na gut, Shotgun-Munition nachladen. Nice, das hat sich gelohnt. Mal hier nachladen, hier ist nachgeladen, die können wir nicht nachladen. Bro, was hast du es eigentlich so eilig schon wieder? Kleines Drecksviech. Oh, diese Fässer. Überall die Fässer. Ey, schieß nicht auf mich. Komm ich da nicht drüber? Brauche ich dich überhaupt? Ja, schlecht wär's nicht. Also komm. Ja, es hat sich nicht wirklich gelohnt, nicht wahr? It's all about a base, about a base. An das Personal. Räumen Sie die Anlage. Nice. Die Frage ist, warum gibt's diese Dinger hier? Was haben die Leute... Was haben die Leute jemals erwartet, auf dem Mars für Gegner vorzufinden, dass die hier solche automatischen Sicherheitsdrohnen rumlaufen lassen? Und was gibt's hier? Nix. Kühlstab 2 offline. Hauptreaktortemperatur jenseits des sicheren Bereichs. Oh, PDA. Paul Rad. Längst der Rad, Alter. So Rad. Was hat er zu sagen? Paul Rad. Oh, bitte mehr Audiologs. Probleme mit dem Wachrobotern. Austausch der Kühlstäbe. Paul Rad, leitender technischer Offizier der Energieproduktionsanlage. Ich kann die Sorge der UAC wegen der durch Stress ausgelösten Erkrankung auf der Basis verstehen. Aber nicht, wozu ein so großer Trupp bewaffneter Sicherheitsbot in der Enpro nötig ist. Sie mögen das ja anders sehen, aber ich vertraue dem mentalen Zustand meines Teams sehr viel mehr als der Programmierung der Bots. Was mich zum Anlass für diesen Bericht bringt. Heute,
ist einer meiner besten Techniker, Patrick Thomas, fast erschossen worden, als sein Bot eine Freigabe verweigerte. Ganz recht, erschossen. Zum Glück war ein Wartungsteam rechtzeitig zur Stelle, um den Bot 1 mit dem Schraubenschlüssel überzubraten, bevor er Pat erwischen konnte. Pat wird noch tagelang bei der Arbeit fehlen und sich wohl kaum noch einmal in die Nähe dieser Bots trauen. Unser Job ist schwer genug, auch ohne dass wir fürchten müssen, erschossen zu werden. Wenn man uns schon wie Gefangene behandelt, möchte ich darum bitten, uns wenigstens von Menschen statt von Maschinen bewachen zu lassen. Ja, da hat er recht, der Bengel. Boah, Alter, nicht hinter mir rumstehen und meinen Fluchtweg blockieren. Garstecker Bot. Da hat er recht, die sind ein Problem, die Wichser. Kleinen Drecksbotzen, was ist das andere? Paul Redd, leitender technischer Offizier der Energieproduktionsanlage. Bei der wöchentlichen Kühlsysteminspektion habe ich einen weiteren Sicherheitsverstoß festgestellt. Wie wiederholt angemerkt, müssen unsere Wartungshandbücher genauestens befolgt werden. Dazu gehört das Wechseln des hinteren Kühlsystemfilters nach Wartungsplan. Und nicht dann, wenn es dem Wartungsdruck passt. Bekanntlich führen verschmutzte hintere Filter zu einem Druckaufbau in den Kühlsystemauslassrohren. Schon eine kleine Störung in einem Auslassrohr kann zur Verschiebung oder Zerstörung des Kühlstabs führen, was eine Überhitzung des Kerns zur Folge hat und womöglich die gesamte Anlage in Brand setzen kann. Damit ist eins klar. Wenn ich das nochmal sehe, wird das verantwortliche Team noch am selben Tag ins Klärwerk versetzt. Geht gerade ganz schön ab hier. Das ist auch ziemlich laut und so. Ach, jetzt sind wir hinter dieser Tür. Okay. Ab geht's, mein Freund. Da portet sich bestimmt auch gleich was hin. Leck, was portet sich denn hier alles in der Gegend rum? Nein, ist unser Bot-Freund tot? Ich glaube fast, gell? Ja. Noch einer. Warum wackelt's? Kühlstab 2 offline. Kühlstab 2 offline, Baby. Hauptreaktortemperatur jenseits des sicheren Bereichs. Wir müssen mal wieder andere Munition verballern. Wir haben so viel Plasma als verschossen und kriegen keinen Nachschub. Oh, da wäre eh Ende Gelände gewesen. Guck. Guckst du da? Ende Gelände. Rüstung. Kühlstab 2 offline. Rüstung brauchen wir nicht. Hauptreaktortemperatur jenseits des sicheren Bereichs. Boah, leck, ist das geile Atmosphäre hier. Das gefällt mir. Geht's hier nirgends weiter oder was? Wer weint denn hier? Wow, wow, wow. Leiter. Lass mich nicht los. Oh, da ist ein Autosave. Das war noch ein Autosave. Was ist mit dir los? Lady. Gott, sie lebt! Oh nein, ich glaube, sie lebt nicht. Oh, sie lebt überhaupt nicht. Oh Gott, die Fliegeviecher. Ist tot? Nein, es ist nicht tot. Oh, gegen die hilft nur die Shotgun in nächster Nähe. Das weiß ich noch. Das weiß ich nur zu gut noch. Oder die große Minigun. Die ist auch nicht schlecht. Kommen sie jetzt gleich?
Nee. Okay, vor allem da drin versuchen wir es mit der Shotgun. War da Leben hinter uns? Ah, nee, das ist ein Code. Ein Dingsbums zum Aufschließen. Ja, verwandle dich nur. Verwandle dich nur, du Bengel. Leck, ist das... Boah, ist schon geil, oder? Ja, du Fotzenknecht, Mann. Ist das ein Zweiter? Ich glaube, das war ein Zweiter, gell? Komm, wir machen. Volle Action hier. Stirb einfach jetzt. Und hör auf, mich anzuchargen. Wo ist der Zweite? Okay. Alles gut? Alles gut? Ja, dafür haben wir jetzt keinen Code, oder? Ist das noch der 651? Nee. Da liegt ein PDA. Die werden wir wahrscheinlich dabei haben. Und das machen wir gleich. Die Türen öffnen. Erstmal will ich wissen, was da drin ist. So, wie hast denn du gehießen, gute Frau? Theresa Chaser. Audiolog von Waffenspezialistin Theresa Chaser. Oh, Waffenspezialistin. 2045. Erfreulicherweise haben die vorläufigen Tests zum Munitionsspeicher der neuen Mach 3 Plasmakanone unsere Erwartungen weit übertroffen. Dank der Techniken, die im Molekularverdichter des Alpha-Labors entwickelt wurden, konnten wir die Speicherkapazität der Munitionspackung um volle 50% erhöhen. Sicher werden wir im Verlauf der weiteren Verdichtungsforschung unser Ziel erreichen, den Plasmaspeicher der derzeitigen Standardmunitionspackungen zu verdreifachen. Wow. Ich möchte auch anmerken, dass alle Mitarbeiter hier bei der Abteilung Plasmaspeicherung der Enfo-Anlage außerordentlich hilfsbereit waren. Zur sicheren Aufbewahrung habe ich die Plasmakanone und die zusätzliche Munition in Schließfach 063 mit dem Türcode 972 eingeschlossen. Login. Ja, das war's, was ich gebraucht habe. Okay, jetzt öffnen wir die Tür und lassen die Hölle los, hä? Würde ich sagen. Wartungsbrücke funktionsfähig. Jetzt kommt noch alles. Oh, das ist mir ein bisschen zu nah, mein Freund. Okay. Oh. Warum muss das denn alles knarzen? Ja, gut. Nehmen wir mal wieder die, hä? Nein, 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 nein. No, 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 no. No, 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 no. Okay. Ein Magazin verballert, eins bekommen. Guter Tausch. Fluchthüren versiegelt. Oh mein Gott. Unterstützung durch Anlagenverwaltung anfordern. Warnung. Reaktorkerntemperatur. Okay. Steigt 35 Grad Celsius. Na dann los. Ich weiß genau, dass da hinten was die Wand hochgekrabbelt kommt. Ich hab's noch in Erinnerung. Ah, nicht mit mir, mein Freund. Oh, fuck. Da kannst gar nicht so schnell reagieren, Alter. Da denkst du, da wird was hergebeamt neben dir und dann ist über dir. Oh.
Oh, hier drin auch. Oh, links. Ah, Köpfe. Ah, Köpfe. Ah, Aliens. Sims. Oh mein Gott. Wie habe ich das überlebt? Durch rechtzeitiges Waffenwechseln, bevor nachgeladen wurde. Gibt's hier noch Köpfe? Nope. Na gut. Oh Gott. Räume die Anlage, du Bengel. Oh, oh fucking hell. Oh, ich habe volles Leben. Nice. Hey, dieses Spiel, Mann, ich liebe es über alles. Ich liebe es. Es sind diese Adrenalinräusche. Rausches? Rauschen? Dafür liebe ich's. Du denkst, du hast geschafft und dann auf einmal springt dich noch irgendwas an. Und du kannst dich gerade so wehren. Gerade so. Räume dir die Anlage. Oh Mann, auch noch ein Lift. Ein Lift ist immer so spannend. Warnung. Genauso wie rotes Blinken. Oh Gott, wo kommen wir da hin? Warnung. Reaktorkerntemperatur übersteigt zulässigen Wert. Louise, du musst die Übertragungskarte finden. Wer weiß, was Swan tut, wenn er sie in die Finger kriegt. Oh, Autosave. Machen wir noch einen Quicksave hinterher. Doppelheld besser. Oh, ich höre es noch schreien und denk mir, what? Muss mich erst an die neuen Geräusche gewöhnen, wo die Bengel hier machen. Komm schon. Ich höre noch einen Imp. Rechts um die Ecke. Das hat ihn nicht erledigt, oder? Oh, ich habe so Angst vor diesen Schädeln. Die tauchen auch dem nichts auf und dann fisten sie mich hart. Okay. Macht ihm nichts. Hinterm Regal ist er unbesiegbar. Ne? Oh, 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 oh. Oh Gott. Was ist das für ein Raum? Oh Gott, warum stehen da so viele Fässer? Wegen hier? Wow, 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 wow. Stelle ich mich mal hier hin. Null Schuss! Warum lädt denn das nicht automatisch nach? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ach, jetzt sind wir unten. Mehr oder weniger. Immer noch besser, aber als da draußen sein. Nice. Komm, die 10 nehmen wir auch noch mit hier. Oder 9. Okay. Was können wir tun? Wärmeaustauscher. Fehleinstab 2. Wechselstab 2. Nice, machen wir das. Wir wechseln Stab 2. Komm schon. Oh, da kommt eine Cutscene. Oh, Swan und Betruger. Wo geht ihr hin? Ihr falschen 50er? Er hat eine BFG. Nein, Sir. Okay, gehen wir zur Kommunikationsanlage. Wir stoppen die Übertragung von dort. Wie Sie wünschen, Kanzler.
Nein! Unser Japsenfreund braucht Hilfe. Kühlstab 2 online. Nice. Gute Arbeit. Kein Mensch lobt mich. Wo ist mein Sergeant Kelly oder wie er hieß? Lob mich halt mal, du Bengel. Oh, voll reingerannt. Da war noch einer. Oh! Okay. Ansonsten gab es hier unten nichts, ne? Ist nur die eine Tür. Ja. Also den Weg zurück, der überhaupt nicht gruselig war. Sind die neu? Sind es die Unsichtbarkeitswichser? Oh Gott, ich glaube, die sind neu. Fuck this shit. Weg hier. Okay. Oh Gott. Gerade gedacht, wir fahren da dagegen. Nein. Hör ich was krabbeln? Nee, oder? Nee, 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 nee. Ah, da kommt nochmal ein Autosave. Okay. Geht's mir ja gleich viel besser. Oh Gott, keine Mobs. Kommt jetzt hier einer hochgeklettert noch? Nein? Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, die war zu vorher, gell? Ja. Oh! Kommt da nicht der Boss? Kommt da nicht der Boss? Oh, es fängt an zu lecken. Es fängt hart an zu lecken. Das ist nicht gut, wenn ein Boss kommt. Lags. Das kann man jetzt nicht brauchen. Oh ne, das ist kein Bossraum. Oh, es laggt trotzdem. Oh, nicht jetzt laggen. Ja, Mann, das sind die Unsichtbarkeitswichser. Warum laggt denn hier in diesem Zwischenflur jetzt so auf einmal? Das gibt's doch nicht. Wird wieder ein Grafikkartentreiber runtergeladen. Ah, auf einmal haben wir wieder 60. Okay. Ah, Alter. So kann man doch nicht spielen. Was ist jetzt los? Oh, Alter, ich sehe gar nichts mehr. Oh, da ist einer. Mach mal die Taschenlampe aus. Liegt's daran? Munitionsgürtel, Magazine. Da gibt es einen Haufen Magazine. Vielleicht gibt es auch einen Playboy. Oh, Witze kann man eigentlich viel zu selten machen in Doom. Fällt mir gerade auf. Oh Gott. Wir sind wieder auf 60. Und ich platze jetzt auch mal. Nein! Ich glaube, wir haben noch einen Imp getötet gleichzeitig. Oh, erwischt. Vielleicht ist er mal vor uns erschrocken dieses Mal. Wer weiß, wer weiß. Komm schon.
Nice. Okay. What? Großer Raum. Gleich ein Torsten um die Ecke. Oh, ich hasse Maschinengeräusche. Da höre ich nie die Gegner. Okay, ich kann nichts dran verstellen. Gehen wir mal da runter. Die Leute, die hier gearbeitet haben, waren alle ziemlich fett, hä? Auch nicht. Rüstung auch nicht. Nein! Warum war da nur ein Schuss in der Waffe? Warum war da nur ein Schuss in der Waffe? Das kann ja wohl nicht mein Ernst sein. Ich bin so scheiße. Ein Schuss in der Schrotflinte. Damit können wir halt nichts reißen, Mann. Damit reißen wir gar nichts. Da können wir eigentlich auch da Päckchen einsammeln. Wow, wow, wow. Da war noch einer. Hä? Da war doch noch einer, oder? Wusste ich's doch. Ich weiß zwar nicht, wo er herkam. Aber er kam. Da bist du ja, Biss. Schön, dass du da bist, Biss. Biss biss in seinen Burger und sprach: Gott, da check mal Biss, Ball. Oh. Helle? Wo war das? Da hinten. Okay. Aber so mag ich das, wenn sie so schön hier die engen Korridore entlang kommen und so. Da kann ich mich dran gewöhnen. Ach, das ist dieser Raum, wo die anderen abgefahren sind mit ihrem Militärfahrzeug-Dings. Oh, da gibt's bestimmt was. Da gibt's Rüstung. Da geht's nicht nach hinten. Na toll. Gibt's wohl doch nichts. Zu früh gefreut, Herr Moonboon. Oh, ein Jumping Puzzle? Ja, da. Doch. Komm ich hoch? That's what he said. Ne, ich komm nicht hoch. Na, da bleibe ich wieder noch stecken da hinten irgendwo. Wobei, das sieht fast so aus, oder? Als wird's da oben was geben. Muss man doch hochkommen. Ne, klappt nicht. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Plasma Storage. Das ist, oder? Ne? Nicht? Es war doch 931. War 631? Nee, fuck. Finden wir hier noch ein PDA dafür? Vielleicht? Das sieht ziemlich komisch aus hier, ehrlich gesagt. Liegt hier irgendwo ein PDA rum? Ah! Steve Hammer! Guten Tag, Herr Hammer. It's Hammer Time! Steve Hammer, Wartungstechniker. Oh, nice. Seit Private Swenson ausgeflippt ist, auf den Getränkeautomaten geschossen und sich dann mit einer Plasmakanone angezündet hat, sind wir alle etwas nervös. Wir von der Wartung hatten das ja kommen sehen. Und als der verdammte Automat seine Credits nicht nehmen wollte, tickte er aus, fluchte wie wild
Sah schon witzig aus, wie die Maschine hochging. Aber bevor wir reagieren konnten, hatte er genug Plasma in sich reingejagt, um ein ganzes Bürogebäude mit Energie zu versorgen. Alter. Vom Kopf war ja nicht mehr genug da zum Wegräumen. Bloß noch Dampf. Nicht schön. Kein. Tja, also ich weiß, dass wir wegen der psychischen Probleme in der letzten Zeit zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen brauchen. Aber wenn die Wachen anfangen, verrückt zu spielen... Ich weiß nicht. All diese zusätzlichen Waffen und Munition... Brauchen wir wirklich so viel Feuerkraft? Ein paar von uns haben dann alle nicht gesicherten Plasmapatronen weggeschlossen, die wir finden konnten. Der Code ist 734. Ich glaube, heute Nacht schlafen die alle etwas ruhiger, in dem Wissen, dass sie weggeschlossen sind. Da gibt's einen Haufen Patronen da drin. Alter, hier gibt's ordentlich Nachschub. Ordentlich. Okay, haben wir uns das auch angehört? Oh, was ist jetzt? Ah. Hierüber. Sie haben uns erwischt. Das habe ich gesehen in der Cutscene. Ich weiß nicht, wie weit ich es noch schaffe. Hier, nimm die Übertragungskarte. Hier können wir nicht bleiben. Es ist nicht sicher. Hinter dir, Bro. Es ist nicht sicher. Was? Nein! Nur der eine. Really? Oh Gott. Kommen da Spinnen? Nee. Das soll mir einfach nur Angst machen, oder? Oh, da geht's raus. Luftschleuse und so. Okay. Was gibt's denn hier sonst noch Schönes? Nix. Da sind sie einfach abgefahren. Okay, Luftschleuse it is. Okay. Das ist das Ende des Levels, so wie es aussieht. Ja, wir haben ja auch schon eine halbe Stunde auf dem Kasten. Von daher passt das, denke ich, ganz gut. Also ich muss sagen, je weiter wir spielen hier in Doom 3, desto besser gefällt es mir wieder. Es war am Anfang schon geil, aber jetzt so dieser Endpro und jetzt diese ganzen Sektoren hier, finde ich richtig, richtig geil. Die Atmosphäre passt einfach total. Ja. Wenn es einfach so am Rande. Wenn es euch auch gefällt, denkt bitte dran, das Video positiv zu bewerten. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.